So, hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem kleinen Gitarrenkanal hier. Heute soll es mal über das Thema Üben gehen. Ein Thema, das jeden Musiker, egal welchen Niveaus und letztendlich auch egal wie alt er ist und auf welchem Instrument er spielt, täglich begleitet. Ja, ein Thema, mit dem er sich auseinandersetzen sollte, denn es kann sehr viel Frust vermeiden, wenn man da geschickt rangeht. Es kann sehr viel Spaß machen, ja, wenn man, also mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß und die Methoden, die ich da jetzt gleich so vorstellen werde, machen mir auch Spaß. Und das Ganze erhebt keinerlei Anspruch auf jetzt eine bestimmte systematische Chronologie, denn ich denke, was für ein Mittel man jetzt gerade mehr oder weniger einsetzt, hängt auch stark davon ab, auf welchem Stand man bei dem Stück ist, was man für ein Ziel verfolgt, ein Konzert, eine Aufnahme. Technisches Weiterkommen, musikalische Entwicklung, gibt es ja so viele Möglichkeiten, was man jetzt gerade beim Üben auch erreichen will. Also deswegen keine spezielle Systematik. Ich stelle einfach mal die Punkte vor, die mir persönlich helfen, dran zu bleiben, sage ich jetzt mal, ja, und eben möglichst häufig zu spielen. Und dann auch noch ein gutes Ergebnis zu erzielen, dass man also nicht nur spielt und frustriert ist, weil es nicht weitergeht, sondern ganz im Gegenteil, dass man gerne spielt, dass man gerne übt und ja, das Ganze auch noch produktiv ist. Okay, ein ganz wichtiger Punkt, der mir unglaublich geholfen hat, und zwar auch wenn ich jetzt nicht der explizit ausgebildete Sänger bin, aber ich singe ganz gern. Wer meine Videos hier kennt, der weiß es und seit ich diese Videos mache, das ist jetzt inzwischen ungefähr 5 Jahre, stelle ich doch eine Entwicklung fest, die ganz elementar mit dem Aufnehmen selbst zu tun hat. Ja? Also mein erster Tipp ist, sich selbst aufnehmen. Erstens ist es faszinierend, der Umgang mit der Technik, also das ist jetzt zum Beispiel was, was mich dann auch wieder motiviert zu spielen, einfach weil ich mit der Technik, die das Aufnehmen umgibt, ja, die Aufnahme selber, das Nachbearbeiten und so weiter, also Nachbearbeiten bearbeiten im Sinne von mal einen Hall drauflegen oder eben vielleicht noch einen Text in das Video dann mit einblenden und so weiter, ne? Also es ist, der Vorgang an sich ist was, was mich begeistert und was mich dann noch mehr anspornt zu üben. Aber das Aufnehmen hat vor allem die Funktion, dass man Dinge wahrnimmt, die man eben sonst, weil man zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt ist, wenn man selber spielt und jetzt nicht auf einem Super-Profi-Level ist. Ne? Also das ist vielleicht schon klar, wer jetzt der absolute, ich will nicht sagen Freak ist, aber der absolut virtuose Profispieler, dem werden diese Tipps mit Sicherheit wenig helfen, denn der hat natürlich eine Routine, die ganz offensichtlich gut ist. Also ich sage mal, da brauche ich diese Hilfestellungen wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Ja? Aber genau, wir waren beim Thema, man nimmt sich auf, weil man dadurch einfach als in der Zuhörerposition mal sieht, wie man am Instrument agiert. Unabhängig jetzt schon mal auch vom Klang. Ne? Man sieht zum Beispiel Haltungsproblematiken. Oder ich meine, manche Gitarristen, wenn sie spielen, machen unglaublich viel mit dem Mund. Ne? Oder wo sich quasi auch Spannungen zeigen. Ne? Wo man sieht, oh ja, mein Gott, ich bin da am Machen und irgendwo baue ich da beim Spielen eine Spannung auf, die sich in komischen Grimassen zum Beispiel äußert. Ne? Also es kann ein Hinweis darauf sein, dass man einfach zu verspannt beim Spielen ist. Ja? Oder ganz klar, es muss ja nicht unbedingt eine Videoaufnahme sein, ne? Es kann ja auch einfach eine Audioaufnahme sein. Man hört, was letztendlich bei dem, was man sich so vorstellt, dabei rumkommt. Ja? Also vielleicht denkt man, oh, man macht da ein tolles Crescendo, aber effektiv hört man kaum was davon. Ja? Oder man denkt, man spielt wirklich sauber, aber das sind halt doch viele Nebengeräusche, die man selbst als Spieler gar nicht so sehr wahrnimmt. Und unabhängig davon ist es eine wirklich einfach sehr, sehr gute Übung, weil man damit im Prinzip das Szenario des Vorspielens quasi durchspielt. Ne? Also man setzt sich ja selber eine Stresssituation aus, weil man möchte, dass die Aufnahme gut wird. Und dadurch kriegt man natürlich einen ganz anderen Zugang zu der Art, wie man spielt. Also
auch an der Stelle wieder gesagt, ein super Profi, der kann das auch ohne ein Video und ohne eine Audioaufnahme einstellen, ne? Diesen Moment, wo man sagt, okay, jetzt stelle ich mir vor, ich sitze im Konzert und spiele, jetzt ist es quasi ernst, jetzt zählt's. Aber auch mir fällt es einfach, wenn ein Aufnahmegerät läuft, sehr viel leichter, mich in diese Spannung reinzuversetzen und ja, dann eben zu sehen, klappt es jetzt tatsächlich auch, wenn es drauf ankommt, ne? Schaffe ich es, mich so auf die Musik zu fokussieren? Schaffe ich es, entspannt zu bleiben? Habe ich das Stück so gut erfasst, dass es ja, dass es letztendlich eben auch in diesem Spannungsmoment funktioniert? Und damit umzugehen und aber gleichzeitig jetzt trotzdem erstmal vielleicht auch zu vermeiden, was dem einen oder anderen sicher entgegenkommt, dass man gleich vor Publikum spielt, ist es eine wirklich sehr, sehr gute Methode. Also, erster großer Tipp, sich selbst aufnehmen mit Video oder Audio, das dann natürlich auch anhören und im günstigsten Fall analysieren und seine Schlüsse daraus ziehen, was man beim nächsten Mal anders macht oder genau, einfach analysieren und in der Folge daraus das eigene Üben wieder anpassen. Okay, nächster Punkt. Ganz klar, da wäre jetzt auch keiner drauf gekommen, aber tägliches oder möglichst häufiges Üben ist natürlich absolut elementar. Ja? Auch ich stelle es natürlich immer wieder fest, ich meine, ich habe viele Unterrichtstage, die wirklich voll mit Vorbereiten, mit Unterrichten an sich und halt auch mit ein paar Pausemomenten voll sind und da dann noch Zeit zu finden zu üben, ist schwierig. Das heißt, man muss an den anderen Tagen irgendwie gucken, dass da was stattfindet und ja, dass es halt auf jeden Fall möglichst häufig passiert. Und eine Methode, wenn man jetzt sagt, ich schaff's nicht so wirklich da eine Überroutine, also eine tägliche, mich täglich zu motivieren, ans Instrument zu gehen. Also eine gute Methode ist, dass man wirklich nach dem Prinzip startet, man nimmt sich erstmal jetzt übertrieben zum Beispiel 2 Minuten vor. Ja, ich sage ganz bewusst, ich übe jeden Tag 2 Minuten. Das kann dann ein Akkord sein, ja, den ich mir einfach bloß besser merke, wie ist der Fingersatz, oder ein Akkordwechsel, den ich 20 Mal spiele. Ja, das sind auch 2 Minuten eigentlich ausreichend. Eine Tonleiter, die ich mal bewusst spiele, oder einfach mal am Instrument sitzen und gucken, passt die Haltung, ne? Was für Elemente beeinflussen eine gute Haltung? Also 2 Minuten, ne? Und wer 2 Minuten, sage ich mal, nicht aufbringen kann, der hat dann sowieso ein ganz anderes Problem. Ja? Aber bloß für den Kopf, oft ist es ja so, man denkt, oh, jetzt sollte ich üben oder ich müsste üben, oh, halbe Stunde, Stunde oder auch länger, habe ich keine Zeit und dann fällt es im blödsten Fall weg. 2 Minuten, das schafft man auf jeden Fall. Ja, die Gitarre in die Hand nehmen, was machen und einfach einen Moment am Tag etablieren, zu dem er übt. Und man wird sehen, ganz oft ist es ja so, das Feedback kriege ich auch von anderen Spielern, von Schülern, wenn sie dann mal spielen, macht es auch meistens Spaß. Ne? Kann natürlich jetzt sein, dass man noch so weit am Anfang ist, dass man tatsächlich erstmal mehr mit Problemen zu kämpfen hat, aber das sollte eigentlich im Normalfall schnell überwunden sein und dann macht das Spielen ja auch Spaß. Ja? Der Schweinehund ist wirklich oft, der sitzt vor der Tür, wo es darum geht, dass man erstmal das Instrument in die Hand nimmt und startet. Ja? Und jeden Tag 2 Minuten üben, das schafft man auf jeden Fall. Ja, da bin ich ganz sicher, dass es klappt. Und wenn man die 2 Minuten mal im Programm hat, dann kann man ganz langsam starten und das erweitern und vielleicht im günstigsten Fall sieht man, wie toll das Ergebnis ist, nämlich dass es halt einfach besser geht, ne? Und ist freiwillig bereit, dass man eben das einfach dann entsprechend ausbaut. Ja, 2 Minuten ist ganz klar, sind natürlich zu wenig, aber wenn es jetzt erstmal darum geht, dass man überhaupt eben in so eine Routine reinkommt, in eine tägliche oder in eine, wo es darum geht, dass man möglichst häufig spielt, kann das wirklich eine großartige Idee sein, dass man sich quasi selber ein bisschen überlistet. Genau. Okay. Jetzt schaltet sich hier der Monitor ab. Warum? Ah ja, okay.
So, was habe ich denn noch auf meinem Zettelchen hier stehen? Ja, genau. Thema, sich selbst motivieren zu üben. Und das klingt jetzt ein bisschen so, als wäre das hier nur ein Vortrag quasi für blutige Anfänger, die keine Lust haben zu spielen oder irgendwie, ja, die das als lästig empfinden. Aber es geht auch mir oft so, ne? Man hat einen vollen Alltag, man hat Stress, der von ganz anderen Punkten des eigenen Alltags kommt. Und da fehlt einem oft schon auch die Motivation, dass man sagt, ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr auf Musik. Und nachdem es aber halt so wichtig ist, weil man sonst ja schlicht und ergreifend nicht weiter und nicht vom Fleck kommt, ist es wichtig, dass man sich doch selbst überlistet, auch als fortgeschrittener Spieler. Und was eine sehr, sehr gute Idee ist, die mir sehr geholfen hat, ist, dass man einfach mit Stücken anfängt, also direkt wirklich mit Spielen anfängt, nicht unbedingt mit Technik, die einen eher abschreckt am Anfang, sondern dann sagt, okay, ich starte jetzt mit einem Stück, das ich schon im Programm habe, das mir sehr gut gefällt, das ich auch kann, an dem ich Spaß habe, und das ist mein Aufhänger, den nehme ich mir quasi so als Motivator her. Also ich fange mit einem Stück an, das ich einfach unglaublich gern spiele, und dann habe ich die Gitarre schon mal in der Hand, spiele da, weiß ich, wie lang auch immer, und dann baue ich im Anschluss die Punkte ein, die eher vielleicht mehr Konzentration und mehr Anstrengung erfordern und die mich sonst davon abgehalten hätten, überhaupt zu starten. Aber dann sitze ich schon mal am Instrument und dann kann man das Ganze wunderbar noch weiter aufbauen. Ja? Also sich selbst überlisten, indem er den Anfang anders plant. Ja? Nicht so wie man im klassischen Sinn. Und wie sie auch ich meinen Schülern empfehle, ne, fangt mit Tonleitern an zum Einspielen, ist natürlich der optimale Weg. Merke ich auch, dass das schon einen deutlichen Vorteil hat, wenn man so rangeht. Aber manchmal braucht man eine Idee, die einem hilft, diese erste Hürde zu überwinden, dass man sich hinsetzt und dass eben das überhaupt was vorwärts geht. So, jetzt habe ich hier einen Punkt stehen, den ich gerade leider überhaupt nicht mehr verstehe. Ich muss mal kurz hier auf Pause drücken. Genau. Der Punkt hieß häufige Abschnitte und es macht natürlich insofern überhaupt keinen Sinn, weil das mit dem, was ich sagen will, gar nichts zu tun hat. Was ich mir da aufgeschrieben habe, ist, was ich allerdings jetzt, muss ich zugeben, auch selber relativ wenig mache, aber es wäre auf jeden Fall sehr gut und wer es schafft, das umzusetzen, der wird sehen, dass das einen enormen Eintrag in die Qualität des Übens hat, ja, häufiger am Tag zu üben. Ja, also das Ganze in Abschnitte, also insofern passen die Abschnitte schon, in Abschnitte einzuteilen. Ja, sich nicht 1,5 Stunden am Stück hinsetzen und durchüben, sondern wirklich 1/2 Stunde spielen, konzentriert, meinetwegen eben mit dem Stück anfangen, das man sich vorgenommen hat, auf das man Spaß hat, auf das man Lust hat, und dann macht man erstmal was anderes, ja, und später kommt man wieder zurück und gibt auch der Motorik, dem Muskelgedächtnis, dem Hirn eine kleine Auszeit und die Möglichkeit, dass das, was er gemacht hat, sacken kann. Denn dieses in quasi eine in Langzeitgedächtnis, dass Bewegungen und Abläufe ins Langzeitgedächtnis gehen, da diese Idee ist ja auch bekannt, ne? Dass man eben genau, dass man quasi eine Sache übt, dann ein paar Tage auch Pause macht und was anderes übt und dann wieder zurückkommt. Also nicht verbissen an einer Sache täglich und ständig dranbleiben, sondern in begrenztem Umfang auch mal Pausen dazwischen lässt. Und wenn man das am selben Tag machen kann, dass man sagt, man übt dreimal am Tag, drei Abschnitte, ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Ja, man kriegt den Kopf wieder frei, man geht mal eine Runde spazieren, was weiß ich, geht an die frische Luft, trinkt einen Schluck, macht eben was anderes und kommt dann wieder zurück. Ist auch sehr, sehr hilfreich und sehr effektiv. Ja, nächster Punkt. Was ich sehr gut finde, was mir beim Üben sehr hilft, ist das Üben in drei Abschnitte einzuteilen, nämlich Technik. Im günstigsten Fall fange ich damit an, sehr langsam,
Ja, ein gutes Gefühl für die Gitarre zu kriegen, aufzupassen, dass man keine Fehler einbaut, ja, dass man eben das Muskelgedächtnis nicht negativ programmiert, sondern positiv. Dann neben der Technik alte Stücke, also quasi Repertoire aufbauen und erhalten und dann natürlich auch immer neue Stücke erarbeiten. Ja, und beim neue Stücke erarbeiten kann das durchaus in der Form stattfinden, dass man einfach Musik hört. Ja, also auch ein ganz wesentlicher Punkt. Ich habe zum Beispiel einen Schüler, der unglaublich gern improvisieren wollte. Er kann aber mit Blues jetzt zum Beispiel oder mit so instrumentaler Improvisation vom Zuhören, ne, von dem Standpunkt des Zuhörers überhaupt nichts anfangen. Er kann das nicht hören und er hört es auch nicht und tut sich entsprechend oder tat sich unglaublich schwer, da einen Einstieg zu finden. Und das ist sicher auch so, ne? Wenn, oder wenn ich ein Stück spielen will und eigentlich überhaupt keine klare Vorstellung davon habe, wie es klingen soll. Jetzt kann man sagen, klar, als fortgeschrittener Interpret kann man sich das Stück natürlich selber erarbeiten und braucht jetzt nicht unbedingt eine Vorgabe und muss es nicht gehört haben, aber Musik hören ist generell ein Aspekt, den ich auf jeden Fall zum Üben mit eindeichseln würde. Ja? Also, das heißt also Technik, alte Stücke, neue Stücke, Musik hören. Okay, dann, was hilft mir, Fortschritte zu erzählen? Zu erzählen, genau, zu erzielen. Eine tägliche Überroutine. Das heißt, ich habe ein Programm an täglichen Übungen, die ich wirklich seit Jahren jetzt inzwischen mache. Und die versuche ich hin und wieder mal durch das eine oder andere zu ergänzen oder lasse auch mal was weg und habe eine kurze und eine lange Version davon. Aber im Prinzip sind es Übungen, die ich wirklich jeden Tag mache. Ja, wo ich auch weiß, mit denen kann ich mich auch sehr gut einspielen. Ja, also ich kriege ein Gefühl für die Saiten, für den Anschlagspunkt, wie ich greifen muss, dass man entspannt bleibt und so weiter. Und ich decke so die wesentlichen Gitarrentechniken auch damit ab. Ja, Tonleitern, Arpeggien, dann freier Anschlag, angelegter Anschlag, Aufschlag, Abzugbindungen. Jetzt, wenn man virtuosere Techniken mit einbauen will, Tremolo oder was, das habe ich jetzt in dem Fall nicht mit dabei. Aber wichtig, eine tägliche, festgelegte Übelroutine, die man auch wirklich immer wieder wiederholt. Ne? Einfach um quasi die Motorik so gut trainiert zu haben, dass ich mit diesen Übungen andere Aspekte wiederum üben kann. Also eben zum Beispiel entspannter spielen. Es ist ja unglaublich wichtig, dass man die linke und die rechte Hand wirklich entspannt macht. Und es ist halt elementar, dass ich das, was ich da üben will, einfach sehr gut kann. Wenn ich noch am Überlegen bin, na, was sind das eigentlich für Töne, was ist denn für ein Rhythmus, was nehme ich für einen Fingersatz, dann ist der Kopf zu sehr beschäftigt. Man kann dann auf solche wichtigen anderen Punkte überhaupt nicht achten. Also eine tägliche Überroutine schafft einfach Platz im Kopf und in der Aufmerksamkeit, dass man die Dinge üben kann, die jetzt über die Basis Dinge, also Fingersatzwissen, Ablauf kennen und so weiter rausgehen. Ja? Entspanntes Spielen, wahrnehmen, wie sitze ich, wie kann ich das Stück im Tempo spielen. Ja? Und wenn es um technische Verbesserungen geht, ist es ja eh elementar, dass ich sehr, sehr aufmerksam auf jedes Detail bin. Und da ist es einfach unglaublich gut, wenn ich eine Übelroutine habe, die, ja, die ich täglich mache, ja? Wo ich immer wieder auf dieselben Stücke zurückkomme. Und das bringt mich gleich zum fast letzten Punkt, zumindest zu dieser allgemeinen Tipps zum Üben. Und zwar unglaublich wichtig und fällt sehr vielen Schülern unglaublich schwer und vielleicht auch dem einen oder anderen fortgeschrittenen Spieler langsam spielen. Ja, und das langsam Spielen wird, glaube ich, einfach oft verwechselt mit sich langweilen, also bloß das Tempo rausnehmen und dann irgendwie halt mit den Gedanken abschweifen. Das Wichtige ist, dass man langsam übt und das mehr an Zeit, das man dadurch gewinnt, für jeden einzelnen Ton, dann mit Inhalt zu füllen.
Ja, also, dass ich eben genau verfolgen kann. Entspannt der Finger nach dem Anschlag des Tons wieder? Ja, habe ich den richtigen Anschlagspunkt? Bereite ich die nächste Note gut vor? Wie geht der nächste Akkord? Habe ich den Fingersatz richtig? Das sind ja all diese Punkte, die einem sonst ganz leicht durch die Lappen gehen. Ja? Ganz klar hängt es davon ab, auf welchem Niveau ich wieder bei dem Stück bin oder auf welchem Niveau ich generell spiele. Ne? Klar, wenn jemand einfach ein super, super guter Spieler ist, dann muss er viele dieser Dinge nicht bei jedem neuen Stück wieder angehen. Aber diese Perfektion haben halt nicht alle, leider. Ja, also langsam spielen ist eine sehr gute Sache. Gibt es so eine allgemeine Regel, die sagt, man sollte ungefähr das halbe Originaltempo, also das halbe Zieltempo zum Üben nehmen. Ich würde sogar so weit gehen, dass man das halbe Tempo nimmt und dann wirklich nochmal 15 bis 20 Schläge runtergeht. Ja, also wirklich richtig langsam. Und natürlich übt man nicht nur so. Am Anfang vielleicht häufiger, später ist das Verhältnis vielleicht dann gerade mal 1 zu 3, ne? Dass man von 4 Durchgängen einen langsam macht und die anderen 3 eher in einem normalen Tempo, aber langsam üben ist einfach unglaublich wichtig. Es ist schwierig, weil es sehr viel Konzentration erfordert, weil man sehr genau wissen muss, was man da spielt, ne? Weil gerade Melodien verschwimmen ja oft, wenn man sie langsam spielt. Man nimmt sie eigentlich gar nicht mehr so richtig im Zusammenhang wahr, weil man so sehr aufs Detail schaut. Das ist ja letztendlich wie mit der Lupe an ein Bild rangehen. Da nehme ich auch nicht mehr das Bild als Ganzheit wahr. Ich schaue einen ganz speziellen Punkt an und den aber halt sehr genau. Und das zahlt sich aber unglaublich aus, wenn man dann wieder ins normale Tempo geht. Genau, also unglaublich wichtig. Sehr fokussiert sein auf Details und sehr langsam üben ist einfach eine wahnsinnig große Hilfe, um auch wirklich nachvollziehbaren Fortschritt zu erzielen. Okay, das sind die allgemeinen Punkte. Schauen wir kurz auf die Zeit. Oh, wir sind schon bei über 20 Minuten. Ja, Wahnsinn. Und jetzt hätte ich noch ein paar Detailübe-Strategien. Ich werde es hier in dem, da ist es, genau, hier in dem Feld hier, in dem schwarzen, werde ich es mit einblenden, wie ja jetzt vorher auch schon die Zusammenfassung von dem, was ich gesagt habe. Was mir noch so an Details aufgefallen ist, da gibt es natürlich so viele, dass man Bücher damit füllen könnte, aber das sind die wesentlichen Punkte, auf die ich eigentlich fast in jedem Stück wieder zurückgreife. Also Beispiel, wenn man eine Melodie oder eine Skala in einem Stück hat, die im Lied oder im Stück aufwärts geht, auf jeden Fall auch abwärts üben. Ja? Also rauf und runter, zurück ist letztendlich ja eine sehr ähnliche Bewegung, aber man nimmt sie ganz anders wahr, wenn man rückwärts spielt. Ja, also das heißt, Melodien immer auch in die entsprechend andere Richtung üben, als sie im Stück notiert sind. Dann ein Klassiker ist, egal um was es geht, um Skalen, Akkordübergänge, Lagenwechsel, was auch immer, mit einem punktierten Rhythmus spielen. Ja, das heißt also, wenn ich zwei Noten verbinde, dann spiele ich jede Note doppelt, einmal als punktierte Achtel, einmal als Sechzehntel und dann kommt der Übergang. Das heißt, ich schaffe mir künstlich einen schnelleren Wechsel, als ich ihn eigentlich im Stück brauche. Trainiere dadurch natürlich, dass die Hand besser vorbereitet ist und wenn ich wieder ins normale Tempo zurückgehe, dann läuft es besser. Und das ist unglaublich effektiv. Das merkt man wirklich schon nach ein paar wenigen Durchgängen. Auch eine eigentlich ganz lustige Methode zu üben ist, von hinten zu üben. Ja, man steckt ja oft in so Abläufen und Gewohnheiten fest und eine ist zum Beispiel, dass man ja ein Stück halt von vorne anfängt. Ne? Selbst wenn man jetzt die Abschnitte jeweils, also wenn man sagt, das Stück hat drei große Hauptteile und ich fange den mittleren Teil halt von vorne an, selbst dann wird es so sein, dass man halt das Ende von dem Abschnitt trotzdem wahrscheinlich schlechter kann als den Anfang, ne? Weil man halt immer von vorne anfängt. Das heißt, rückwärts üben, mal die letzte Zeile natürlich vorwärts spielen, aber eben von hinten anfangen. Ja? Man macht den letzten Abschnitt von dem, was man gerade übt, dann den vorletzten und arbeitet sich so zum Anfang wieder durch. Also rückwärts spielen. Sehr gute Sache. Generell, wenn es um mehrstimmige Stücke geht, und das wird es in den meisten Fällen ja eh gehen,
dann ähnlich wie man es als Anfänger beim Klavier macht oder vielleicht auch als Fortgeschrittener, kann ich jetzt leider nicht so beurteilen, dass man die Stimmen trennt. Also dass man Bassstimme alleine spielt, dass man die Melodiestimme alleine spielt und dann beides wieder zusammensetzt. Und diese Detailübestrategien lassen sich natürlich auch wunderbar kombinieren. Generell gilt, und da ist vor allem der Kreativität auch überhaupt kein Limit gesetzt, dass man versucht, möglichst aus Schemen, die man ständig wiederholt, auszubrechen und Abschnitte eines Stücks aus verschiedenen Perspektiven ansieht. Also das heißt, technisch immer wieder mal was Neues macht. Ne? Wie eben jetzt einen Rhythmus ändern, wenn man den punktierten Rhythmus einsetzt. Oder das von hinten üben, dass man die Reihenfolge ändert. Ja? Dass man kreativ mit dem Material, das man da einübt, umgeht und dementsprechend ja, sich selber auch wieder neu motiviert und nicht denkt, oh, immer die gleiche Routine, immer der gleiche Ablauf. Ne? Irgendwann langweilt es einen dann auch vielleicht mal. Ja, also fand ich immer oder finde ich immer sehr erfrischend, so zu üben. Und das war es auch schon. Ja, das sind die wichtigsten Punkte, die ich so im Laufe der Zeit angesammelt habe, um mich mehr zu motivieren, zu spielen, zu üben und Spaß mit der Musik zu haben. Und letztendlich fahre ich damit ganz gut. Klappt natürlich mal besser, mal schlechter. Und es finden auch nicht immer alle Punkte statt bei mir, aber das habe ich alles so, das ist so in meinem Übeprogramm mit drin. So, ich hoffe, da war für euch auch was dabei und es war nicht zu langweilig. Falls ihr es genossen habt oder ihr einfach mir wohlgesonnen seid, dann liked doch das Video und vielleicht habt ihr Lust und abonniert den Kanal sogar. Wunderbar, in diesem Sinn, besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis demnächst. Tschüss.